kommt es jetzt in der Ukraine zum großen Showdown? Bislang hatte der Bundeskanzler sich ja geweigert, Taurus-Marschflugkörper, mit denen die Ukraine Moskau angreifen könnte, an Kiew zu liefern. Schließlich würden ja auch die Amerikaner keine Attack-MS-Raketen liefern, die ähnlich weit fliegen können. Dann wurde bekannt, Washington hat bereits geliefert. Jetzt trommeln wieder die Qualitätsmedien auf das Bundeskanzleramt ein, man könne den Taurus nun aber doch an die Ukraine liefern. Fällt Olaf Scholz nun um, wie so viele Male zuvor? Und wie würde Russland reagieren? Mit meinem heutigen Gast, der RT-Redakteurin Dagmar Henn, übrigens schon mindestens die zweite Deutsche, die in Moskau Asyl aufgrund politischer Verfolgung in Deutschland erhielt, versuche ich, diese Frage zu beantworten. Als Tochter eines hauptberuflichen BND-Agenten aus dem Kalten Krieg weiß sie einiges darüber, wie Schlapphüte denken und welche Denkfallen sie dabei in der Öffentlichkeit auslegen. Und macht sich ihre eigenen Gedanken über den großen Spionage- und Skandalzirkus, der seit Wochen rund um die AfD veranstaltet wird, zufälligerweise kurz vor der Europawahl. Das alles und noch viel mehr jetzt bei Junos, dem Magazin für ostdeutsche Interessen. Mein Name ist Norbert Fleischer und jetzt geht's los. Ich begrüße in unserer 60. Junos-Sendung erneut zum zweiten Mal die RT-Redakteurin Dagmar Henn in Moskau. Ich grüße dich, Dagmar. Hallo, Norbert. Dagmar, ja, wie man hört, bist du ja nun, also zumindest nach meiner Kenntnis, die zweite Deutsche, die überhaupt erst Asyl erhalten hat in Russland aufgrund politischer Verfolgung. Das ist erst vor kurzem soweit gewesen. Was war das für dich für ein Tag? Also erst einmal eine ziemliche Erleichterung, weil Auslöser des Ganzen war ja, dass ich ansonsten nach Deutschland hätte zurückgehen müssen, um mein Arbeitsvisum für Russland neu zu beantragen. Und das ist eine Situation, die wäre absolut unberechenbar gewesen. Weil du aufgrund deiner kritischen Berichterstattung unter anderem bei RT Deutsch damit rechnen musstest, direkt am Flughafen erstmal mitgenommen zu werden. So in etwa, ja. Ich habe diese Videomeldung gesehen. Ich habe sie im Vorspann zu unserem Interview hier auch kurz eingespielt. Ich habe mir gedacht, das ist ja ein ganz schönes großes Kino, was da veranstaltet wird, hier so mit Kamera und so weiter und so weiter. Das hat sicherlich nicht jeder Asylbewerber, also vor allem in Deutschland nicht. Gibt es denn in Russland irgendwie Sozialleistungen oder so als Asylinhaber? Nein, bisher nicht. Also ich meine, man muss dazu sagen, die Mehrzahl der Leute, die bisher überhaupt nach Russland gekommen sind, sind Ukrainer. Das sind, ich weiß nicht, zwischen 1 und 2 Millionen mindestens. Für die stellen sich die Fragen ja vollkommen anders, weil sie Russisch sprechen, weil sie Berufsabschlüsse haben, die anerkannt werden oder zumindest sehr leicht anerkannt werden, weil es im Hintergrund eben noch das gemeinsame sowjetische Bildungssystem gibt. Da stellen sich einfach ganz viele Fragen nicht, die sich bei solchen komischen Exemplaren wie mir stellen. Und dementsprechend ist das Land eigentlich nicht wirklich darauf vorbereitet. Aber du benötigst auch nicht wirklich Geld vom russischen Staat, oder doch? Nö, ich habe meine Arbeit bei RT und die wird angemessen bezahlt und davon kann ich eigentlich auch gut leben hier. Ja, das finde ich sehr erleichternd zu hören. Also, ich habe dich ja heute in meine Sendung eingeladen, weil wir wollen über dieses große Thema sprechen mit den Marschflugkörpern, die ja wieder in aller Munde sind, seitdem bekannt geworden ist, dass die Amerikaner tatsächlich an die Ukrainer bereits Attack-MS-Raketen geliefert haben und diese sollen auch schon zum Einsatz gekommen sein. Und nun, so berichtet uns jedenfalls das ZDF, würde die Taurus-Debatte wieder hochkochen. Dabei ist ja das Witzige daran, wer es hochkocht, ist ja eigentlich in dem Fall jetzt hier mal das ZDF. Ne?
Es ist also ein sehr großer Artikel hier dazu erschienen. Es gibt mehrere Veröffentlichungen. Also wer das einfach mal googelt, Taurus oder Attacke MS und so weiter, der wird es ganz schnell finden. Interessant fand ich diese Grafik hier nur mal, damit wir das gleich am Anfang unserer Sendung hier den Zuschauern klar machen können. Hier können wir also sehen, wie die Reichweiten der bislang gelieferten Waffensysteme aus dem Westen sind. Also die Panzerhaubitze 2000 zum Beispiel ganz unten, die schafft nur 40 Kilometer Reichweite. Das ist dieser dunkelblaue Streifen. Dann die Rathaubitze RCH 155, aus welchem Land die ist, weiß ich nicht. Es kann sein, dass das eine britische, ich weiß aber nicht, dass die das hellere Blau, der Mars 2 Raketenwerfer, der auch schon für sehr viele Tote gesorgt hat im Donbass, hat eine Reichweite von 84 Kilometern. Und der Taurus fliegt aber 500 Kilometer und der kann Moskau erreichen, wie wir hier sehen können. Das ist das ganz helle Blau und das ist das ganz besonders Brisante daran, weshalb sich der Bundeskanzler bislang gewehrt hat, dieses Waffensystem tatsächlich an die Ukraine auszuliefern. Wie wird denn die Gefahr betrachtet in Russland, dass es nun doch dazu kommen könnte? Da stellst du mir eine schwierige Frage, weil woher soll ich das wissen, wie das der russische Generalstab einschätzt? Es ist auch tatsächlich im Moment ausgesprochen schwierig, weil zwar auf der einen Seite es dieses Muster gibt, das bei den Panzerhaubitzen und bei den Leopardpanzern war, so nach dem Motto, man ziert sich erstmal eine längere Zeit und am Ende wird nachgegeben. Aber auf der anderen Seite denke ich, da spuckt ein ganz anderes strategisches Problem rein, nämlich die Entwicklung mit China. Also das, wie soll man es formulieren, das erzwingt im Grunde eine Entscheidung in Bezug auf die Position zur US-Politik in einer Art und Weise, wie die Entwicklung in der Ukraine es nicht konnte. Kannst du das näher ausführen, was China damit zu tun hat? Also es gab schon Anfang des Jahres einige Verlautbarungen oder Reaktionen auch aus Kreisen der Industrie, die relativ klar sagten, das Spiel, das wir mit Russland getrieben haben, mit den Sanktionen, Kappen der Wirtschaftsverbindungen, können wir uns mit China nicht erlauben. Dann sind wir erledigt. Es gab auch beispielsweise im Januar einen Aufsatz in der Zeitschrift der Deutschen Bundesbank, in dem sehr genau ausgeführt wurde, dass große Teile des deutschen Banksystems dadurch in Gefahr gerieten, weil die einfach Kredite an Unternehmen gegeben haben, die sehr viel in China investiert haben. Wenn man sich auf einen Wirtschaftskrieg mit China einlassen würde, dann würden diese Investitionen auf die eine oder andere Art und Weise verloren gehen. Ja, das hieße dann, dass die entsprechenden, das sind dann vor allem es sind auch die sogenannten systemrelevanten Banken, also sowas wie Deutsche Bank oder sowas, die es in dem Fall erwischen würde. Und das hieße halt einfach, das deutsche Bankensystem crasht. Was hat das jetzt mit der Lieferung von Taurus oder nicht zu tun? Naja, also das Nachgeben im Falle der Taurus-Raketen wäre natürlich, wir machen schön brav das, was die Amerikaner uns sagen. Wenn es nicht mehr geht, das zu tun, was die Amerikaner sagen, weil die Amerikaner jetzt eben auch ihren Wirtschaftskrieg gegen China angefangen haben, ja, dann stellt sich natürlich auch in dem Fall die Frage ganz anders, weil es würde, wenn es an einer wichtigen strategischen Stelle zu einem Bruch käme, ja überhaupt keinen Sinn mehr machen, diese Raketen zu liefern. Aber es wäre jetzt erstmal für Russland schon eine Gefahr, ne? Wenn Taurus tatsächlich geliefert würde, dann wäre die Reichweite bis zu 500 Kilometer. Das heißt also, man könnte von ukrainischem Territorium aus bequem die russische Hauptstadt beschießen. Also man könnte den Kreml in Schutt und Asche legen. Man könnte aber insbesondere auch die Krimbrücke zerstören. Ein Szenario, was ja deutsche Bundeswehrgeneräle und andere hochoffizielle Offiziere auf teilweise in einer teilweise geheimen
Telefonkonferenz miteinander besprochen haben, woher, weshalb wir auch davon wissen, weil das eben alles mitgeschnitten wurde. Was ich damals so aus der russischen Politik gehört habe, ist ja einige Wochen her, war, dass man das alles weitaus weniger amüsant findet, wenn das passieren würde, ein Angriff auf dieses Bauwerk. Man könne also tatsächlich mit Taurus die Brücke richtig zerstören, also nicht nur ein kleines Loch reinmachen, sondern richtig so, dass es sehr lange dauern würde, die wieder in nutzbaren Zustand zu versetzen. Wie würde denn Russland darauf reagieren? Naja, also ich meine, die Aussage von russischer Seite war relativ klar. Die besagte, wir betrachten das dann als Kriegsbeteiligung. No. Also es gab ja auch von deutscher Seite, also unter anderem beispielsweise von Roderich Kiesewetter, so die Fantasien, man könne dann das Verteidigungsministerium in Moskau angreifen und solche Spieße. Ja, also ich würde davon ausgehen, dass in dem Fall die russische Reaktion darin bestünde, die eine oder andere Rakete Richtung Berlin zu schicken. Also das wäre dann der Beginn des Dritten Weltkrieges, weil der Startschuss sozusagen, wenn er nicht schon begonnen hat, also das wäre dann definitiv... Moment, nicht notwendigerweise. Weil? Weil einer der Gründe, der dazu führt, dass Olaf Scholz in der Hinsicht vielleicht da etwas vorsichtiger ist, der berüchtigte Artikel 51 der UN-Charta ist, die sogenannte Feindstaatklausel. Nein, nicht 51, Entschuldigung. Das 51 ist das Recht auf Selbstverteidigung. Ich habe den falschen. Also jedenfalls, es gibt nach wie vor diese Feindstaatklausel in der UN-Charta, die besagt, dass die ehemaligen Feindstaaten des Zweiten Weltkriegs, was sich übersetzt in Deutschland, Japan und Italien, im Falle des Falles angegriffen werden können, ohne dass das in irgendeiner Form eine Verletzung des Völkerrechts wäre. Also das heißt, es ist eine juristische Sondersituation, völkerrechtlich, weil es nie gelungen ist, diese Klausel aus der UN-Charta zu löschen, was in den 90ern irgendwann mal beabsichtigt war, was ist halt nicht passiert. Und das bedeutet, ja, also diese auch die Nummer mit dem Artikel 5 NATO, mit dieser Beistandsverpflichtung, ist ja nichts Absolutes, sondern die Länder entscheiden im Einzelfall jeweils, ne? Also wenn Russland auf die Einschätzung kommt, das ist für uns jetzt eine Kriegsbeteiligung, kann das für Deutschland völlig andere Folgen haben als beispielsweise für Frankreich oder Großbritannien. Also die Rede ist von Artikel 53 und 107 der UN-Charta, der also sowohl die Bundesrepublik Deutschland als auch die Deutsche Demokratische Republik als Feindstaaten eingestuft wurden. Und diese Artikel ermöglichen sofortige Zwangsmaßnahmen der UN-Gründerstaaten gegenüber ehemaligen Kriegsgegnern bei einer erneuten Aggression. Das schreibt die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, dgvn.de. Kann man also tatsächlich nachlesen. Im Artikel 107 ist das ein Halbsatz, glaube ich. Nun ja, das heißt, da würde gar kein großes Prozedere erst stattfinden. Da bräuchte man nicht lang fackeln, da könnte man direkt zuschlagen. Da könnte man direkt zuschlagen und dann kommt noch ein zweites Bonbon obendrauf. Das ist der 2+4-Vertrag. Naja, auch Formulierungen enthält, die im Verhältnis zur deutschen Politik heutzutage ein bisschen fremd klingen, wie von deutschem Boden solle nichts als Frieden ausgehen und so. Der könnte dann in der Situation auch, wie soll man sagen, schlagartig für ungültig erklärt werden. Was dann völkerrechtlich gesehen beispielsweise das russische Anrecht wieder reaktivieren würde, Truppen auf deutschem Boden zu stationieren.
innerhalb des Gebiets der ehemaligen sowjetischen DDR. Zone. Mhm. Ja, also ich meine, das ist natürlich alles nicht mit Brief und Siegel versehen, aber es ist möglich. Es ist juristisch sauber, was also bei Putin immer ein sehr wichtiger Punkt ist. Und mein Eindruck war, irgendjemand hat das Olaf Scholz mal ein bisschen ausführlicher erklärt, wie dünn das Eis ist, auf dem er eigentlich steht oder auf dem diese Bundesregierung steht. Und daraufhin hat er dann beschlossen, doch ein bisschen vorsichtiger zu sein. Nun ja, nichtsdestotrotz soll dieser Angriff auf die Krimbrücke trotzdem stattfinden. Das schreibt zumindest der ukrainische, gut informierte Telegram-Kanal Resident, auf den ich hier schon in dieser Sendung mehrmals hingewiesen habe. Der schreibt also unser Spitzel im OP, ich glaube, das ist das Präsidentenbüro, hat erzählt, dass das Präsidentenbüro beschlossen hat, mit der Administration von Herrn Biden massive kombinierte Angriffe auf die Krimbrücke Anfang Mai. Die Operation wird vom MI6 in Zusammenarbeit des Stabes der NATO in Europa in großer Geheimhaltung durchgeführt. Es weiß nicht mal der ukrainische Generalstab was über den genauen Verlauf dieser Planungen. Ja, das ist ja eine sehr interessante Entwicklung. Anfang Mai, das ist ja jetzt in wenigen Tagen, heute ist der 29. April. Wir werden ja sehen, wie das ausgeht. Allerdings nach diesem Szenario, und es ist ja auch so, dass ihr habt ja auch berichtet auf RT, dass die US-Regierung einen massiven Angriff auf die Krimbrücke zugestimmt habe, wäre das ja dann kein Angriff, an dem Deutschland irgendwie direkt beteiligt wäre, auch nicht irgendwie mit Taurus. Jedenfalls ist hier nirgendwo von Taurus die Rede. Wahrscheinlich würde man dann auf diese ATACMS-Raketen zurückgreifen. Meinst du, dass das für Deutschland dann am Ende auch bedeuten könnte, sich im Krieg mit Russland zu befinden? Na, in dem Fall wahrscheinlich eher nicht, weil es ja keine deutschen Waffen sind und weil das Personal, das da zur Bedienung verwendet wird, in dem Fall dann amerikanisch oder britisch sein dürfte. Müssten wir dann in diesem Fall damit rechnen, dass London bombardiert wird oder sowas? Was soll ich alles wissen? Ich meine, ich sitze nicht in den Beratungen des russischen Generalstabs. Aber ich meine, ich wäre mir relativ sicher, dass die Antwort, wo auch immer und wie auch immer sie erfolgt, ziemlich deutlich sein wird. Aber ich meine, man könnte ja mal nachgucken, wo beispielsweise eventuell noch in Afrika britische Truppen herumstehen oder so. Das wäre ein bisschen größer. Also der Ukraine-Krieg, der läuft ja für die Ukraine alles andere als gut. Und man bis jetzt hat man sehr gern auf punktuelle Angriffe auf große Einrichtungen in Russland, auf symbolträchtige Sachen gesetzt, um den Anschein aufrechtzuerhalten, man habe als ukrainischer Staat doch noch irgendwas den Russen entgegenzusetzen. Seht mal her, wir haben das große Schiff versenkt, oder seht mal her, was wir alles können. Wir können Drohnen in den Kreml reinfliegen lassen und dergleichen mehr. Allerdings hat die Ukraine einen gewaltigen Finanzbedarf, und die Amerikaner haben nach langem Hin und Her ja nun vor wenigen Tagen erst zugestimmt, ein 61 Milliarden Dollar Paket, das beschlossen wurde, um der Ukraine zu helfen. Allerdings, so schreibt es die Agentur Reuters heute, werden diese 61 Milliarden wohl leider nicht ausreichen, um an dem Ausgang des Krieges irgendwas zu ändern. Und mehr noch, es ist nicht nur das, sondern also man bräuchte sogar noch viel mehr Geld. Man bräuchte so viel, wie man im Jahr 2023
hat rüberwachsen lassen, nämlich knapp 88 Milliarden. Und das bräuchte man nicht nur einmalig, sondern das bräuchte man jedes Jahr bei offenem Ende. Also unklar, wann dieser Krieg denn tatsächlich zu Ende sein soll. Und dieses Jahr sollen es schon 103 Milliarden Euro gewesen sein, die versprochen wurden, größtenteils von der Europäischen Union. Das sind natürlich sportliche Größenordnungen. Kann denn Russland da lange dagegen halten, wenn das tatsächlich so kommen würde? Also der erste Punkt ist, und das ist ja auch in den Vereinigten Staaten offen zugegeben worden, dieses Geld, das sie jetzt beschlossen haben, das fließt ja nach Aussagen US-amerikanischer Politiker erst einmal zu 80% in den militärisch-industriellen Komplex der Vereinigten Staaten. Um irgendwelche Waffen zu produzieren, die entweder schon längst an die Ukraine geliefert wurden, weil die Vermutung gibt es auch, dass damit gewissermaßen nur Haushaltspositionen für Lieferungen geschaffen wurden, die ohnehin schon erfolgt sind. Also Material, das zum größten Teil dann auch schon wieder weg ist. Oder aber um irgendwelche Waffen zu produzieren, die in Zukunft irgendwann an die Ukraine geliefert werden sollen, wenn sie denn fertig sind. Der zweite Punkt ist, und das ist einfach das finde ich ausgesprochen faszinierend, wenn man sich das anguckt, beispielsweise auch mit solchen Manövern wie der Initiative des tschechischen Präsidenten, ehemaliger NATO-General. Man könne irgendwo auf der Welt ganz viele Granaten zusammenkaufen, um sie dann an die Ukraine zu liefern. Die rechnen alle nicht mit der simplen Tatsache, dass wenn eine Ware selten ist, es nichts nützt, wenn man da einfach mehr Geld in den Markt schmeißt, weil das einzige Ergebnis dann darin besteht, dass der Preis der Ware steigt. Also die Preise für 155 Millimeter Granaten haben sich im Verlauf der letzten 2 Jahre mehr als verdoppelt. Ich denke, die dürften jetzt so langsam das Dreifache erreichen. Was gleichzeitig bedeutet, dass konkret der Geldbetrag, also selbst wenn der Geldbetrag steigt, das im Endergebnis aber wesentlich weniger Material bedeutet. Und das nächste Problem ist natürlich, egal welche Waffen man schickt, noch ist die technologische Entwicklung nicht so weit, dass sie sich selbst bedienen. Also sprich, es braucht dafür Personal, das mit ihnen umgehen kann. Und die Ukraine hat mittlerweile ein massives Problem, einfach mit der Zahl der Soldaten. Auch das ist ein Problem, das sich nicht durch die Erhöhung des Geldbetrags, den man investiert, lösen lässt. Ja, die Freiwilligen, die sich in Scharen angeblich jeden Tag freiwillig melden sollen zum Militärdienst in der Ukraine, die sind tatsächlich stark gesunken. Das berichten inzwischen sogar schon die westlichen Medien. Und deswegen ist man ja in der Ukraine dazu übergegangen, immer strengere Richtlinien zu erlassen, nach denen Leute eingezogen werden beziehungsweise verpflichtet werden, das Vaterland zu verteidigen. Jetzt hat man die jungen, wehrfähigen Männer, die sich im europäischen Ausland aufhalten, aus Okoren irgendwie an die Flinte zu bringen, indem man zum Beispiel gesagt hat, die kriegen jetzt keine konsularischen Leistungen mehr in den Botschaften. Also wer da jetzt als Ukrainer, sagen wir mal, in Berlin oder so, eine Verlängerung seines Reisepasses beantragen möchte, der erhält die einfach nicht. Es sei denn, er hat einen sogenannten Wehrausweis, also Militärausweis bei sich. Das ist das Dokument, das jeder Wehrpflichtige sozusagen erhält, aus dem für den Staat hervorgeht. Der hat sich gemeldet, wir wissen, wo der ist, wo der wohnt. Den können wir jederzeit einziehen. Wer das nicht hat, der hat dann eben leider Pech gehabt. Es soll schon europäische Länder geben, die ukrainischen Männer, die das betrifft, dann auch gerne mal zurückschicken. Also Polen zum Beispiel. Womit ist denn zu rechnen in Deutschland, wenn das hier bei uns überhand nimmt? Wenn es also die ersten hunderte Ukrainer gibt, die protestieren vor der ukrainischen Botschaft, gebt uns einen Reisepass. Werden die sich dann, was glaubst du, werden die sich dann am Bahnhof Zoo oder
wie die anderen Haltestellen alle heißen, weiß ich gerade nicht, werden die sich dann da einen gefälschten Ausweis besorgen oder werden die einen irgendwo übersiedeln oder versuchen, eine andere Staatsbürgerschaft zu erlangen? Was würde denn der deutsche Staat tun? Wird der deutsche Staat die dann irgendwie abschieben, wenn sie keinen Ausweis haben oder wie? Was glaubst du? Der deutsche Staat hat da irgendwie ein klitzekleines Problem mit der Verfassung. Also das heißt, Punkt 1, sie könnten ja einfach Asyl beantragen. Also ich meine, bisher sind sie ja als Kriegsflüchtlinge, sagen, ich verweigere den Wehrdienst und beantrage aus diesem Grund Asyl, weil das in meinem Land verfolgt wird. Ist ein interessantes politisches Dilemma für die gegenwärtige Berliner Blase. Was machen wir dann mit diesen Leuten? Weil zurückschicken ist auch nicht so ganz einfach, ne? Das nächste ist, also ich meine, es kursieren ja auch Videos im Internet, ne? Ganz viele, einschließlich von Videos, wo dann also Leute einfach ihre ukrainischen Pässe wegschieben und sagen, ha, ich habe ja noch einen anderen. Und also es ist politisch unglaublich kritisch, ne? Weil man ja vor 2 Jahren den Leuten erklärt hat, ah, wir müssen die jetzt alle aufnehmen, weil sie vor dem Krieg flüchten, der so furchtbar ist und so. Und gleichzeitig ja auch immer erzählt hat, aber die Ukraine steht eigentlich schon kurz vor Moskau. Und beides passt überhaupt nicht damit zusammen, wenn man jetzt auf einmal ankommt und sagt, ja, und jetzt müssen wir die ganzen Männer, die irgendwie in die Armee gepresst werden können, dahin zurückschicken. Weil wenn die Ukraine kurz vor Moskau stünde, dann wäre das nicht nötig, oder? Das ist ja nur nötig, wenn sie tatsächlich, wenn die Verluste wesentlich höher sind, als sie erzählt wurden im Westen. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn es jetzt so weit sichtbar wird, dass die Leute dann diesen Krieg nicht mittragen, dann könnte das ja auch die Erzählung in Deutschland, dass in der Ukraine ja alles wunderbar demokratisch und EU-mäßig zugeht, ein bisschen gefährden. Also wahrscheinlich, wenn man eine Möglichkeit hätte, sie irgendwie heimlich über Nacht verschwinden zu lassen und in die Ukraine zu beamen, würde man das mit Sicherheit eher gestern als heute tun. Aber diese Technik existiert nicht. Es ist ein Akt, der politisch sichtbar wird und wie auch immer man es anstellt, es läuft quer zur vorhandenen Erzählung und mit der hat man genug Ärger im Moment. Es gibt noch einen weiteren Artikel, den ich vor kurzem gesehen habe, über den haben wir jetzt im Vorfeld gar nicht gesprochen, aber du hast ihn vielleicht gesehen, die Rede ist von der Asia Times, die hat jetzt tatsächlich berichtet, dass der Westen versuchen würde, den Zusammenbruch der ukrainischen Streitkräfte zu verhindern und plane, ich blende den Artikel hier mal ein, die Lücken in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte durch eigene Berater, Militärberater zu schließen. Also das sind dann NATO-Soldaten, die selbstverständlich nicht zum Kämpfen in die Ukraine geschickt werden, die sind dann nur zum Beraten da, also hier, schieß mal dahin, warte, ich helfe dir, ja, hast nicht getroffen, na, warte, peng, so ungefähr muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Man habe das ja auch schon so in Vietnam gemacht und der Stephen Bryan, der diesen Artikel hier geschrieben hat, geht auch im Weiteren davon aus, dass Biden nur auf seine Wiederwahl warte, um einen, denn er ist ja dann in der zweiten Amtszeit und könnte sowieso nicht mehr Präsident werden, also er würde keinen politischen Schaden erleiden, wenn er dann den Befehl erteilen würde, einen offiziellen Befehl, amerikanische Truppen dahin zu liefern. Ganz schön steile These. Was sagst du dazu? Also ich meine, ich wäre ich in der Position des russischen Generalstabs, was ich bekanntlich nicht bin, mindestens bis Ende August extrem vorsichtig,
weil dieses große NATO-Manöver läuft und die Truppenmengen, die für dieses NATO-Manöver bewegt wurden, doch im Verhältnis zum heutigen Angebot in Europa beträchtlich sind. Also die Briten sind beispielsweise mit, was waren das, 18.000, mit 18.000 Soldaten mit dabei. Und das dürfte mehr oder weniger alles sein, was sie überhaupt vom Fleck bewegen können. Und das heißt natürlich schon, wenn ein Land gewissermaßen seine ganzen verfügbaren Truppen irgendwie mal für ein Manöver irgendwo hinschickt, es gibt keine Garantie dafür, dass dieses Manöver nicht in tatsächliches Handeln umschlägt. Aber wahrscheinlich weniger über die Ukraine, sondern dann eher, wenn man sich die Gestaltung des Manövers anguckt und anschaut, wo diese Truppen während des Manövers herumhüpfen, eher in Gestalt eines Angriffs auf Kaliningrad. Da sind ja, da gab es ja diese Pressekonferenz hier von den Generälen der Bundeswehr in der Bundespressekonferenz, wo man also gesagt hat, die Bundeswehr geht all in, wir schicken alles an die, also haben sie nicht wortwörtlich gesagt, aber gemeint, wir schicken alles an die Ostfront, was wir haben, alles, was Räder hat, so ungefähr, muss man sich so vorstellen. Das ist hier zu hören, eine Militärübung für glaubhafte Abschreckung, davon war die Rede. Man könnte auch von Kriegsvorbereitung sprechen, siehst du auch so, oder? Ja, wobei, wenn man sich das mal anguckt, also einfach rein quantitativ, ne? Aus Frankreich von Macron kam ja schon mal so diese Vorstellung, ja, dann sammeln wir in ganz Europa ein und schicken 60.000 Mann dahin. Ne? Also 60.000 Mann sind bei weitem nicht so viel, wie man sich vielleicht in der deutschen Presse vorstellt. Bei Verlusten, die letzte Angabe aus dem russischen Generalstab über die vergangene Woche, nun gut, das ist jetzt sozusagen unter Panikbedingungen, reden von ukrainischen Verlusten von 8.000 Mann innerhalb einer Woche. Da kann man sich mal ausrechnen, wie lange diese 60.000 Mann halten. Also, nein, es ist tatsächlich so, was sich entwickelt hat im Verlauf der letzten 2 Jahre, ist eine veränderte Form der Kriegsführung, weil diese Art von massivem Einsatz von Drohnen beispielsweise hat es noch nie gegeben. Die russische Armee hat sich daran angepasst, in ihrem Vorgehen. Die ukrainische Armee hat es partiell, weil die Verluste an ausgebildetem Personal so hoch waren, dass die Informationen nicht mehr konsequent weitergegeben werden können. Die NATO-Truppen haben in der Breite überhaupt keine Ahnung davon. Also das heißt, sie wissen ja noch nicht einmal, wie sie sich auf dieser Art von Schlachtfeld bewegen sollen. Das ist einfach nur ein bisschen teureres Kanonenfutter. Ja, es kommt noch dazu, dass die westlichen Panzer zum Beispiel jetzt nicht wirklich dafür gebaut sind, in osteuropäischen und russischen Gefilden dort wochenlange Kämpfe durchzustehen. Böse Zungen mit russischer Sprache, russischem Zungenschlag behaupten, dass die westlichen Panzer nur ein paar Schüsse abgeben müssten und 10 Kilometer fahren und dann sind die schon reparaturbedürftig und müssten aufwendig irgendwo in der Werkstatt erstmal auf die Hebebühne gefahren werden und so weiter. Man sieht ja in diesen Tagen übrigens auch, ich weiß nicht, ob du schon da gewesen bist, in Moskau gibt es eine schöne Sonderausstellung von westlichem Militärgerät. Die Bild-Zeitung hätte vermutlich getitelt, deutsche Panzer stoßen auf Moskau vor, aber die standen auf einem Tieflader, also die wurden von Russen dahin gefahren, weil das sind die russischen, das sind die Beute, die Russland gemacht hat, in den jetzt von der ukrainischen Armee in Panik verlassenen Stellungen, die vor der vorrückenden russischen Armee im Donbass geflohen sind, auf Avdiivka und so weiter. Ne? Da hat man diese ganzen Sachen eingesammelt, Leopard 2A6, Abrams, Kampfpanzer und wie die
die alle heißen, alle jetzt, nachdem sie sicherlich schon bis zur kleinsten Schraube auseinander und wieder zusammengesetzt worden sind, vorher von russischen Militärentwicklern, schön ausgestellt auf dem, wie hieß der Hügel? Ja, es ist ein Park. Also im Park des Sieges. Im Park des Sieges, also ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Es ist tatsächlich schade. Also das ist wirklich eine Ausstellung, die ich mir gerne anschauen würde, wenn ich mal da wäre. Wäre schon interessant, ob man da, also wie da so die Russen damit umgehen, ob die da auch ihre Kinder reinsetzen würden oder ob man da Blumen in die Kanonenrohre reinsteckt, wie man das ja andernorts getan hat. Also kurzum, und das westliche Kriegsgerät kostet natürlich auch um ein Vielfaches mehr als das russische Kriegsgerät. Also man sieht das immer so schön, wenn, ja, zum Beispiel ein gutes Beispiel ist, glaube ich, die Sache, die jetzt im Iran Israel Konflikt gelaufen ist. Da hat der Iran also mit hunderten Drohnen, mehrere hundert Drohnen, mindestens 200 Stück und natürlich noch ballistischen Raketen und anderen Raketen Israel angegriffen. Und Israel und die USA hatten die ganze Nacht zu tun, diese ganzen Drohnen alle abzufangen und so viel wie möglich davon abzuschießen. Ist auch gelungen, hat aber ein Schweinegeld gekostet. Ja, also diese eine Nacht muss über 1,3 Milliarden Dollar gekostet haben, weil dieses Iron Dome System, das Israel hat, eben eine sauteure Angelegenheit ist. Und so ähnlich sieht das auch aus mit den Patriot-Abwehrraketen. Auch die kosten ein Schweinegeld. Und das ist auch der Grund, weshalb zum Beispiel Spanien jetzt erst kürzlich beschlossen hat, ja, wir liefern da welche als Nachschub, aber wir liefern nur ganz wenige, weil die sind wahnsinnig teuer und wir haben selber nicht so viele. Also vielleicht ist das eine Erklärung dafür, warum Russland mit seinem Militärbudget von 63 Milliarden Euro pro Jahr ganz gut hinkommt und mühelos in Schach zu halten scheint. Eine geballte Militärmacht, die mit allen Mitteln unterstützt wird aus allen, so gut wie allen westlichen Staaten. Naja, ich meine, es ist ja eigentlich von der Entwicklung her ganz logisch. Ab dem Moment, als sie im Westen nach dem Ende des Kalten Krieges angefangen haben, die Abnahme an Rüstungsgütern zurückzufahren, mussten sich die entsprechenden Unternehmen ja was Neues einfallen lassen. Das Neue, das ihnen eingefallen ist, ist, okay, wenn wir mit dem Verkauf nicht mehr so viel Geld machen können, dann machen wir unsere Kohle mit der Wartung. Anders ausgedrückt, es gab einen massiven materiellen Anreiz dafür zu sorgen, dass diese Produkte eben anfällig und sehr wartungsbedürftig sind. Und es ist natürlich von Nachteil, wenn man sie dann tatsächlich praktisch verwenden will. Ne? Also wenn sie jetzt beispielsweise, gibt es ja auch die Berichte über diese Panzerhaubitze 2000, ne? So nach dem Motto, da kann man vielleicht 60 Schuss am Tag mit abgeben, sonst ist das Rohr kaputt. Ne? Mhm. Und wenn das kaputt ist, muss man das Ding nehmen und nach Polen transportieren, um dann ein neues Rohr einzusetzen, um es dann von Polen und so weiter und so fort. Also es ist natürlich einfach also nicht nur ein logistischer Irrsinn, sondern man stellt fest, dass das dass die westliche Wirtschaftslogik nicht richtig funktioniert, also wobei man schon dazu sagen muss, westliche Wirtschaftslogik der neoliberalen Geschmacksrichtung, ne? Mhm. Weil ich meine, wenn wir jetzt immer reden von wegen, ja, man muss irgendwie, der Westen muss in die Kriegswirtschaft eintreten, sage ich, naja gut, Leute, Kriegswirtschaft bedeutete im Ersten und im Zweiten Weltkrieg Planwirtschaft. Das heißt, der Staat übernimmt die Kontrolle, komplette Kontrolle. Die Produktionsunternehmen produzieren das, was ihnen vorgeschrieben wird. Auch wie das aussehen soll, was produziert wird, wird ihnen vorgeschrieben. Und die Frage, ob und wie viel Gewinn sie dabei machen, ist vergleichsweise irrelevant. Und ich meine, das ist natürlich der Punkt. Russland hat nach wie vor den Rüstungssektor in Form von Staatsunternehmen.
was natürlich bedeutet, dass der Eigentümer dieses Herstellers, nämlich der Staat, ein Interesse daran hat, für möglichst wenig Geld ein funktionsfähiges Produkt zu erhalten. Hat ein vollkommen anderes Ergebnis, als wenn irgendwie die Firma Raytheon versucht, aus einer, wie soll man das jetzt sagen, aus einer fein vergoldeten Kaffeemaschine mit einer Kaffeeproduktionszeit von 10 Stunden irgendwie das Maximum Gewinn herauszuholen. Also um es runterzubrechen, die westlichen Rüstungsbetriebe stellen, wenn man es jetzt mal aufs zivile Leben ummünzen würde, Waschmaschinen her, die kaputt gehen, sobald man damit Wäsche wäscht. Richtig. Ja, nach 2 Jahren und 1 Tag übrigens erst, also wenn die Garantie vorbei ist. Nein, weil das mit der Garantie, gut, ich weiß nicht, wie die Garantiebestimmungen im Rüstungssektor sind, aber im Prinzip ist ja alles schon darauf eingestellt, dass das viel gewartet werden muss. Und ich glaube nicht, also wenn beispielsweise Panzerketten reißen, was beim Abrams beispielsweise sehr häufig passiert, dann ist das kein Garantiefall. Es gibt genug Zeug, was kaputt gehen kann, ohne eine Garantie zu tangieren. Verschleiß. Genau, was aber trotzdem schön viele Werkstattstunden produziert und dann Ersatzteile braucht, was dann dazu führt, dass die Firma wieder neues Geld verdient. Okay, also eine Sache, für die ich übrigens auch keine Garantien übernehmen möchte, ist der soziale Frieden in Deutschland, wenn tatsächlich Folgendes eintreten sollte. Es gibt nämlich einen Operationsplan Deutschland. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ich habe davon gelesen in der Zeitschrift Emma, und zwar von Alice Schwarzer, der Chefredakteurin. Ein 1000-Seiten-Plan des Innenministeriums, erarbeitet von 150 Experten unter einem General Bode, glaube ich. André Bodemann, der mit 150 Experten in den vergangenen 12 Monaten lang diese 1000 Seiten erarbeitet haben will. Der Plan liegt uns nicht vor in voller Länge, aber wir wissen, worum es darin geht. Und zwar geht es darum, dass das Volk einbezogen werden soll, wenn der Krieg ausbricht. Also das bereitet man jetzt schon vor, denn zum Beispiel, wenn eine US-Division über das deutsche Territorium in Richtung der Ostfront zieht, dann muss die ja irgendwie verpflegt werden, und die deutsche Bevölkerung ist dann angehalten oder wird dann verpflichtet, irgendwie laut diesem Plan da Hilfe zu leisten in der Form, dass sie den Soldaten zum Beispiel Essen kocht oder Kaffee reicht oder die Haare schneidet oder den Rücken massiert oder ihr Bett zur Verfügung stellt und die Töchter und keine Ahnung was noch alles. Jedenfalls keine Ahnung, was da alles drinsteht, aber das scheint schon sehr weit zu gehen, wenn er 1000 Seiten lang ist, dieser Plan. Was glaubst du, wie die deutsche Bevölkerung darauf reagieren würde, wenn erste Details aus diesen 1000 Seiten tatsächlich ans Licht kommen, nachzulesen, schwarz auf weiß? Also sagen wir es mal so, ich würde erst einmal davon ausgehen, dass die US-Armee ja vielleicht doch irgendwie an der Elbe Schluss machen sollte. Weil das mag es im Westen größere Teile der Bevölkerung geben, die also nach wie vor in diese Truppen so verliebt sind, dass sie ihnen freiwillig was zu essen geben. Ich glaube, im Osten, ich weiß nicht. Also Frau Schwarzer hat ja diesen Artikel, der vom 24. April war, am 26. April ergänzt, und zwar um die Konkretisierung, dass man in Hessen zum Beispiel, das hätte wiederum dieser Herr Brigadegeneral Stöckmann in der FAZ erzählt, da hätten sich jetzt bereits 2500 freiwillig gemeldet, also auch solche zwischen 40 und 50, also so in dem Alter wie ich, darunter Männer, die bisher gar nicht bei der Bundeswehr waren, also solche wie ich, ja, Soldatinnen seien keine dabei gewesen. Und da scheint es also bei einem Bedarf von 1000, die da benötigt würden, und 2500 Freiwilligen doch einiges an Überangebot zu geben. Vielleicht kann man da ja was abgeben an benachbarte Bundesländer, so wie Rheinland-Pfalz oder so. Ja, Rheinland-Pfalz ist, glaube ich, auch so ein Ding. Die haben da sehr viel von US-Stützpunkten. Ich glaube, da gibt's auch größere Teile der Bevölkerung, die das nicht mehr lustig finden.
Ja, und aber auch da gibt's viele, die heute schon und seit vielen Jahren bei den Amerikanern mitessen, also gerade die um die rings um die Ramstein Airbase wohnen, da leben ja einige nicht schlecht, ja, haben ja auch viele dort Heime errichtet, Häuser errichtet, die sie dann für teures Geld an die Amerikaner erstmal vermietet haben, um sich damit eine Altersvorsorge zu schaffen und so weiter. Tja, vielleicht würden die ja dann verpflichtet, diesen Wohnraum zur Verfügung zu stellen oder so, den sie dann irrtümlich selbst bewohnen. Vielleicht kriegen die dann gesagt, also das Haus ist aber eigentlich schon jetzt immer noch für die Amerikaner. Zieht mal ins Bahnhofsviertel oder so. Wir haben da so eine Brigade, die muss da rein oder sowas in der Art, ja. Also wir können gespannt sein, wie weit das kommt. Allerdings, es ist ja so, dass man politische Gegner in Deutschland in letzter Zeit nicht gerade mit Samthandschuhen anfasst. Und damit meine ich den Umgang mit der AfD. Ich sag gleich an dieser Stelle dazu, liebe Zuschauer und liebe Edelfedern von Psiram, die AfD, die wähle ich immer noch nicht. Die würde ich immer noch niemandem weiterempfehlen zu wählen. Aber ich muss schon sagen, dass mich schon wundert, dass tatsächlich in letzter Zeit die ganzen Skandalmeldungen über die AfD etwas überhand genommen haben. Also man könnte beinahe von täglich sprechen. Erst war es Herr Bistron, der tatsächlich ein Informationshonorar erhalten haben soll. Man stelle sich das vor, weil er jemandem ein Interview gegeben hat. Was war das? Radio Free. Voice of Europe. Voice of Europe. Genau, die sollen ihm also Geld bezahlt haben. Daraus hat man dann gemacht, dass er irgendwie vom Kreml bezahlt sei oder so. Dann hatten wir als nächstes dann noch den Fall mit dem Chinesen, der eine von dem die Bild-Zeitung exklusiv eine ja sozusagen erfahren hat, die Geheimdienstakte des China-Spions von der AfD. Es handelt sich also um den Mitarbeiter von dem Europawahlspitzenkandidaten Krah, der also geheime Daten an den chinesischen Geheimdienst weitergegeben werden soll. Und der, oh Wunder, haben wir jetzt in den letzten Tagen erfahren, der war selber mal Verfassungsschutzmitarbeiter beziehungsweise Spitze, also kann man ja nicht so genau, würde ich nicht so genau trennen. Da ist es so ein Graubereich beim Geheimdienst immer. Und auch der Bundesnachrichtendienst ist in dieser Angelegenheit sehr rührig gewesen. Was ist denn davon zu halten, wenn man jetzt von einem deutschen Geheimdienst erfährt, der Mitarbeiter von dem oppositionellen Spitzenkandidaten, der arbeitet für einen feindlichen Geheimdienst? Und später kommt dann raus, ach so, ja gut, aber jetzt mal Butter bei den Fischen. Ja, bei uns war er natürlich auch mal, ne? Aber jetzt ist er erstmal für uns bei den anderen so. Was kann man denn davon halten, von solchen Geschichten? Ich meine, das Erste ist, nachdem sie ja, soweit ich es der Presse entnommen habe, 2015, 2016 gegen besagten Mitarbeiter bereits länger ermittelt hatten und ihn observiert hatten und das Ergebnis gleich null war, ist es schon erstaunlich, dass ihnen das jetzt auf einmal so ganz überraschend ein paar Wochen vor der Europawahl einfällt. Weil da ja schon seit 2019 Mitarbeiter bei Krah war. Na, also das, sie hatten jetzt fast 5 Jahre Zeit, aber auf den letzten Drücker, jetzt müssen wir doch noch. Ne? Das ist das Erste. Das Zweite ist, das, was bisher geschrieben wurde, besagt, dass er bis 2018 noch für das Sächsische Landesamt für Verfassungsschutz gearbeitet hat. Das ist jetzt der Einstieg in eine völlig andere Fragestellung. Weil das ist ja erstmal eine Behauptung, also wenn man davon ausgeht, das trifft zu, dass er da gearbeitet hat. Normalerweise weiß man, also ich meine, die Erfahrung habe ich innerhalb der Linkspartei selber gemacht, normalerweise weiß man, also bis hin zu ein paar Monaten vorher, wer wahrscheinlich die Mitarbeiter von neuen Abgeordneten sein werden. Das ist keine Sache, die von einer Sekunde auf die andere entschieden wird. So, wenn der jetzt also 2018
angeblich aufgehört hat, für das Sächsische Landesamt zu arbeiten. Und 2019 anfängt, für einen Europaabgeordneten zu arbeiten, muss man sich dann schon fragen, ob er nicht in Wirklichkeit kontinuierlich weiter für das Sächsische Landesamt gearbeitet hat und sozusagen also als staatlicher Spitzel im Büro eines Abgeordneten saß, was extrem illegal ist. Und was extrem üblich ist und war in der deutschen Politikgeschichte, ne, wir erinnern nur an das Verbotsverfahren gegen die NPD, da hat man dann auch gemerkt, ups, können wir nicht so richtig, unsere ganzen Belastungszeugen, die sind alle vom Geheimdienst, naja. Nun, ich will noch mal ganz kurz hier diesen Artikel von der Bild, die haben das so schön chronologisch aufgeschlüsselt. Fast so, als hätte ich selber geschrieben, also 2007 das erste Mal angesprochen, kontinuierlich angesprochen offensichtlich, weil erst im Dezember 2007 als Informant eingetragen, also der hat sich das jetzt sicherlich nicht 9 Monate überlegt und hat dann aus der hohlen Hand angerufen, gesagt, ich mach's doch. So, und jetzt kommt's aber und der Witz da dran ist, der hat also der Jian Guo hat dem sächsischen Verfassungsschutz laut Akte Hinweise zu den Aktivitäten chinesischer Nachrichtendienste in Deutschland geliefert, die, wie er vermutet, besonders im Fokus waren Aktivitäten Pekings gegen Anhänger der in Deutschland lebenden Angehörigen der chinesischen Opposition. Das heißt also, einer, der dem westlichen, also dem deutschen, dem sächsischen Verfassungsschutz Informationen geliefert haben soll, und zwar gegen die Interessen von China und von chinesischen Geheimdiensten, der soll jetzt, kriegt man jetzt raus, für China in Wahrheit Spion gewesen sein. Kriegst du das noch zusammen? Also ich ich habe da ehrlich gesagt, also doppelagentenmäßig, weißt du, so richtig wie im Krimi, so, weißt du, oh, wir schicken ihn zurück nach Moskau, er macht für uns weiter und so, weißt du? Ob das praktikabel ist, also ich habe meine Zweifel. Naja, also ich meine, sowas gibt es natürlich schon, aber das, was wirklich eigenartig dabei ist, also ich meine, ich habe da ja so am Rand ein bisschen Kenntnisse drüber, wie solche Läden funktionieren, durch die Tatsache, dass mein Vater sein Berufsleben beim BND verbracht hat. Und einer der Punkte, der jetzt also dem widerspricht, was man jetzt derzeit so in der Presse liest, ist, dass man Personen, die man für gegnerische Agenten hält, eigentlich eher nicht festnimmt. Also das ist, außer es gibt ganz dringende Gründe, warum es sein muss. Warum? Weil das Ganze im Grunde eine Auseinandersetzung um Kontrolle über Informationen ist. Und in dem Moment, wo ich vermute oder womöglich sogar bestätigt weiß, dass eine Person Informationen an einen Gegner, welchen auch immer, weiterreicht, dann habe ich Kontrolle über einen Informationskanal, die ich dazu nutzen kann, um auch beispielsweise Informationen, die ich dem anderen gerne unterjubeln möchte, über diesen Kanal unterzujubeln. Wenn ich diesen Agenten aus dem Spiel nehme, dann heißt es einfach nur, es kommt ein anderer nach, den ich noch gar nicht kenne. Das heißt, unter dem Gesichtspunkt ist das, was da im Moment passiert, wo sie sich hinstellen, sagen, da ist ein Spion, da ist ein Spion und der ist für Russland, der ist für China und überhaupt und überall, entspricht nicht dem normalen Verhalten dieses Gewerbes. Das ist vollkommen, mal abgesehen von der Absurdität von vielen dieser Vorwürfe, wie Fotos von Grafen Wöhr, was also so spannend ist, wie die eigene Oma in der Badewanne zu fotografieren. Also nein, das ist wirklich, also jeder, der mit Grafen Wöhr jemals zu tun hat, weiß irgendwie, das ist vollkommen uninteressant. Das ist ein Stück Wiese, ja. Ja, es ist ein und Wald. Wiese, aber
Welche Erkenntnis soll sich aus dem Fotografieren dieser Wiese ergeben? Gar keine. Aber das ist halt einfach, also normalerweise, wenn das jetzt irgendwelche wirklich relevanten Personen wären, die Zugang zu relevanten Informationen haben, wäre das übliche Verfahren laufen lassen. Laufen lassen und den Zufluss kontrollieren. Also zu kontrollieren, welche Informationen erhält diese Person und dann sozusagen die Information, die da vorbeiläuft, in die Richtung zu schieben, die man haben will. Mhm. Und ganze Nummer mit von wegen, da sitzen jetzt überall Spione und wir müssen die jetzt alle festnehmen und alle müssen mithelfen, um nach diesen Spionen zu suchen, ist, das ist eine Propagandanummer, aber nichts, was mit dem, nichts, was mit seriöser Spionage zu tun hat. Eigentlichen Geschäft der Schlapphüte zu tun hat. Also du hast gerade gesagt, es ist eine Propagandanummer. Kannst du es nochmal ein bisschen ausführen, was du glaubst, was dahinter steckt, hinter diesen, diese ganzen Spione hier festgenommen, Spione da festgenommen und meistens alles irgendwie zum Nachteil der AfD? Was glaubst du, was dahinter steckt? Was ist der Zweck? Also ich meine, klar, also die AfD irgendwie ein schlechtes Licht zu rücken, zu versuchen, da irgendwie noch drohende negative Wahlergebnisse unter Kontrolle zu bringen, das ist das eine. Das andere ist, man merkt ja, dass sie schon die gesamte Erzählung schon seit Jahren in die Richtung drängen. Na, also so von wegen Putin-Troll und wer immer eine abweichende Meinung hat, der handelt ja eigentlich im Interesse des Feindes und solche Dinge. Da ist es natürlich hilfreich, wenn man da solche Geschichten serviert, egal wie tragfähig sie sind, weil wenn sie hinterher dann platzen, dann kann man das auf Seite 25 vermelden, wenn überhaupt. Weil ich meine, es ist ja auch die Nummer mit dem Rollatorputsch durchgegangen. Also eine klassische Sache, wenn man sich die Liste der Beteiligten ansieht, wo man dann sagt, Genosse, wo sind deine Divisionen? Ja. Das ist jeder, also jede beliebige Gruppe von Menschen kann sich abends zusammensetzen, zwei Flaschen Wein töten und währenddessen drüber spekulieren, wie man irgendwie die Macht in der Bundesrepublik übernimmt. Das ist aber noch keine Verschwörung zum Umsturz. Dafür braucht es ein bisschen, da müssen dann schon ein paar Füße drunter sein unter dem Ding. Na, wenn ich keinen Zugriff auf tatsächlich, ich rede hier nicht von zwei AK-47 oder sowas, wenn ich keinen Zugriff auf bewaffnete Einheiten habe, dann ist das mit der Verschwörung zum Umsturz ein bisschen schwierig. Und diese Vorstellung von, was dann erzählt wurde, die wollten den Bundestag stürmen und weiß nicht, und dann finden sie zwei Pistolen und ich denke mir, okay, gut, ich würde den Bundestagsabgeordneten nicht allzu viel persönlichen Mut unterstellen. Aber 800 Personen mit zwei Pistolen unter Kontrolle zu halten, das halte ich auch für illusorisch. Ja. Also das ist einfach nur völlig. Aber die Geschichte ist ja, das hat ja funktioniert. Also ich meine, die Leute, die das noch glauben, die glauben auch das. Und die glauben dann natürlich auch, wenn man ihnen erzählt, da geht jemand nach Grafenwöhr und fotografiert da und das ist total gefährlich und das ist ein Spion für Putin, der jetzt irgendwie die Existenz der Bundesrepublik bedroht. Das Kritische daran ist eigentlich vor allem, in welche Richtung so ganz nebenbei gedreht wird, ne? Also bei diesen beiden Jungs, die da verhaftet wurden beispielsweise, kam ganz nebenbei die Ermächtigung vom Bundesjustizminister, den einen von den beiden wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zu verfolgen, 129b. Der war 2014, 2015 im Donbass und hat da für den Donbass gekämpft. Was nach deutschem Recht, und das ist in der Hinsicht eindeutig, keine Straftat war. Nicht mal strafbar gewesen wäre. Richtig. Also das, weil strafbar war nach deutschem Recht eigentlich nur das Werben für das Kämpfen für ein fremdes Militär, aber nicht das Kämpfen für ein fremdes Militär. Mhm. So, und jetzt kommt also im Jahr 2024, 10 Jahre nach der vermeintlichen Tat,
der Bundesjustizminister an und erteilt die Ermächtigung, ihn wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu verfolgen, weil die Volksrepublik Donetsk jetzt eine terroristische Vereinigung gewesen sein soll. Ist juristisch eine Absurdität. Also ich meine, Buschmann ist Jurist, der weiß es ganz genau. Es ist eines der grundlegenden Prinzipien, dass man zumindest die Möglichkeit haben muss, sich zu entscheiden, ob man eine Straftat begeht oder nicht. Dafür muss man wissen, was eine Straftat ist. Jetzt wird ein Zustand etabliert, dass ex post 10 Jahre danach per Ermächtigung, also per Verwaltungsakt, nicht per Entscheidung. Wird die Geschichtsschreibung im Prinzip geändert, ja. Wird dann erklärt so. Und das Fiese daran ist, was dann alles im Umfeld dranhängt. Weil der 129b, wenn man sich noch erinnert, es gab x Verfahren, weil irgendjemand bei irgendeiner Demonstration mit einer PKK-Fahne herumgelaufen ist. Weil das galt dann als Werbung für eine terroristische Vereinigung nach 129b etc. pp. Genau diese ganzen Nummern können Sie jetzt erst einmal, also kann natürlich sein, es gibt irgendwo noch ein Gericht, das genug Mut und Verstand hat, um da irgendwie dann einen Schlusspunkt zu setzen, aber können Sie jetzt erst einmal juristisch verfolgen nach den Antiterrorgesetzen, was eine ganz andere Nummer ist als 130 oder 140. Weil die Antiterrorgesetze gar nicht erst mit Geldstrafen anfangen. Da geht's los. Sofort Vollverpflegung und Behausung. Und da zählt dann, also beispielsweise, wenn ich jetzt überlege, nach diesem Ding, wenn sie das durchziehen, was ich nicht weiß, wäre beispielsweise auch das, was ich 2015 gemacht habe, als ich diese deutsche Saker-Seite gemacht habe oder sowas, informiert habe über die Entwicklung im Donbass. Das wäre dann alles Werbung für eine terroristische Vereinigung. Und zwar 10 Jahre in der Rückwirkung. Was dann so die ganze, wie soll man sagen, diese ganze Spezialbehandlung mit SEK und Isolationshaft und die ganzen restlichen Goodies irgendwie automatisch mitliefert. Und das versteckt sich ganz klein und fast unsichtbar in diesem Spionagevorwurf. Also das heißt, die eine Seite ist das, wir gehen gegen die AfD vor. Die andere Seite ist aber, wir verstärken den Würgegriff, den wir um die Meinungsäußerung und um die Zugänglichkeit von Informationen in Deutschland ohnehin schon haben. Naja, also das sind ja keine guten Aussichten auch für die Zukunft, die man hier dem entnehmen kann, was du uns hier geschildert hast. Liebe Dagmar, wir haben schon überzogen. Wir sind leider schon am Ende der Sendung. Aber ich möchte gerne bei anderer Gelegenheit mit dir das Gespräch fortführen, denn es ist wirklich jedes Mal hochinteressant, deine Gedanken dazu zu sehen. Und du bist ja auch sozusagen die deutschsprachige Edelfeder unter den Schreiberlingen bei RT Deutsch. Ich lese deine Texte immer besonders gerne. Könnt ihr auch machen, liebe Zuschauer. Vielen Dank, liebe Dagmar. Liebe Zuschauer, vielen Dank, dass ihr dabei wart in dieser Sendung. Was sagt ihr denn jetzt zu dieser ganzen Nummer? Wir haben hier uns in dieser Sendung unterhalten über die Attack-MS-Raketen, die in die Ukraine geliefert wurden, über die Taurus, die geliefert werden sollen, über die Gefahren, die daraus erwachsen. Wir haben uns außerdem unterhalten darüber, wie der deutsche Staat offensichtlich versucht, Einfluss zu nehmen im Vorfeld der vielen Wahlen, die in diesem Jahr anstehen in Deutschland, insbesondere auf die Europawahl, wo man also den EU-Kandidaten der AfD, die ich immer noch nicht wählen würde, angeschossen hat. Schreibt mir doch bitte, wie ihr das findet, hier entweder in die Kommentare unter das Video oder als E-Mail an info@junos.tv. Ich beantworte wie immer jede einzelne. Es kann manchmal ein bisschen dauern, aber ihr kriegt eine Antwort von mir versprochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.